Routine. 29 Tage, worauf kommt es jetzt an? Dass wir kämpfen bis zum Schluss. Hessen ist ein starkes Land, wir sind erfolgreich. Wir wollen diesen Erfolg fortsetzen mit unseren Ideen, mit unserer Kreativität und mit den Bürgerinnen und Bürgern im Lande. Sie haben es ja heute gespürt, die CDU ist gut, hervorragend motiviert, aber die Sache ist noch lange nicht entschieden. Deshalb werden wir diese 29 Tage nutzen, um zu erklären, was wir wollen, was wir nicht wollen, wie wir glauben, dass für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen die Zukunft am besten gestaltet. Bei unserer letzten Umfrage waren Sie ja sowohl von der Regierung als auch von Ihrer und Herrn Schäfer-Gümbels Beliebtheit knapp davor, würde ich sagen. Woran liegt das, dass es nur so knapp ist, obwohl Sie ja Ministerpräsident sind? Das ist in Hessen Tradition. Das haben wir schon immer. Hessen ist ein knappes politisches Land. Und was mich sehr gefreut hat bei Ihrer Umfrage, als die Menschen gefragt wurden, mit welcher Politik seid ihr am meisten einverstanden, wenn ihr in der Lage seid, mit dem von Bouffier, über die Hälfte sind zufrieden, das ist eine gute Grundlage. Aber am Schluss ist entscheidend, wem trauen die Menschen zu, das Land erfolgreich zu führen. Und ich bin sicher, das wird am Schluss auch den Ausschlag geben und dafür kämpfen wir. Und das ist dann wichtiger als die Kategorie Beliebtheit? Jeder ist gerne beliebt. Und wenn Sie Entscheidungen treffen müssen, dann ist es klar, dann ist nicht jeder unbedingt damit einverstanden. Aber Entscheidungen, die gut sind für unser Land, die sich auch auszahlen, so dass wir heute so viele Menschen in Arbeit haben wie noch nie, dass wir jungen Menschen eine gute Ausbildung geben können, dass bei uns die Menschen mehr verdienen als in allen anderen Ländern, das ist das Ergebnis dieser Politik. Und ich bin sicher, das wird sich auszahlen.